Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer brandneuen Folge Let's Play SnowRunner hier auf meinem Kanal. Und ja, heute ist es soweit. Heute startet die Erkundung der ersten Region, denn wir befinden uns immer noch im wunderschönen Taimir und haben jetzt die Region Steinbruch vollkommen unberührt vor uns. Wie ihr seht, uns erwarten 6 Türme, die es freizuschalten gilt. Und ja, wir gucken mal, was uns so auf dem Weg dahin erwartet. Jetzt gilt es natürlich erstmal, den Schwertransport hier abzuladen an geeigneter Stelle. Und ich werde mal mit dem bisschen Sprit, was hier noch im Tank verbleibt, ein wenig vorfahren, damit wir hier den Übergangsbereich des Tunnels frei halten und uns nicht da irgendwann mal eine böse Überraschung erwartet, wenn wir da durchfahren. So, und es könnte schwieriger werden als gedacht, hier irgendwo den Schwertransport abzuladen. Ich versuche mal da noch auf das Plateau zu kommen. Ist das ein Plateau? Naja, es ist ein Stück gerade Strecke immerhin. Mehr oder weniger. Wäre da nicht dieser riesige umgestürzte Baum? Na gut, wir nutzen das und parken uns mal hier zwischen. So, dann wird die Rampe runtergelassen, ne? Da. Und dann hat der Kolob erstmal wieder seinen Dienst getan. Und als erstes werden wir jetzt den TUS 166 abladen. Ich habe den, glaube ich, Six genannt in der letzten Folge. Kann das sein? Das tut mir auf jeden Fall leid, falls ich da eine falsche Information rausgegeben habe. War nicht beabsichtigt, aber bei der Menge an Fahrzeugen, die ich hier aktuell verwende, komme ich da doch schon mal hier und da durcheinander. So, das war ja der erste hier von den beiden. Und ja, wir gucken mal, wie gut ich mit dem hier bei der Erkundung vorankomme. Wir schauen uns jetzt erstmal die Gegebenheiten an und ich würde sagen, wir bewegen uns dort rüber. Teilen wir uns mal grob die Richtung an. Und dann machen wir uns auf den Weg dahin. Ja, ich hoffe, es läuft heute ein wenig besser mit meinem Controller. Leider hatte ich ja in der letzten Folge da doch deutliche Probleme. Kann ich auch leider aktuell nichts dran ändern. Ich hoffe, es nimmt halt einfach keine Überhand und stört nicht allzu sehr den Spielfluss. Ja, hier haben wir natürlich gleich direkt am Anfang ein tolles Hindernis, nämlich diese Bäume, die da auf der Straße liegen und uns dazu zwingen, hier in diesen, ja, doch sehr sumpfigen Uferbereich auszuweichen. Deswegen versuche ich auch schnell wieder hier hinaufzukommen. So, und es geht hier aber nicht viel besser weiter. Wie ihr seht, hier haben wir wieder Sumpf, Sumpf und noch mehr Sumpf. Oder schlammiges Terrain trifft es wohl eher wahrscheinlich. Und da haben wir ein Fahrzeug. Ein Traktor allerdings. Ich denke nicht, dass wir den bergen sollen können. Ups, den Baumstumpf habe ich zu spät gesehen. Naja, da der Wagen hier ja über sehr, sehr kleine Räder verfügt, wie ihr seht, versuche ich jetzt das schlammige Terrain ein wenig zu meiden und nehme die Strecke so weit, wo sie sich befahren lässt, ohne dass man allzu sehr einsinkt. Hier ist gerade ein gutes Fallbeispiel. Und ja, dann testen wir dieses Fahrzeug mal. Also man hat es ja gerade am Anfang schon gesehen, Schlamm sollten wir meiden. Aber es gibt ja immer ein bisschen alternative Wege, die man da fahren kann. Und das gedenke ich natürlich zu tun. So, wir haben 145 Meter in die Richtung, den Aussichtspunkt. Ein sehr dichtes Waldstück. Ist die Frage, wie wir das versuchen sollen. Ich meine, hier brauchen wir, glaube ich, nicht weiter unseren Weg versuchen. Ihr seht selber, da stand alles unter, ja nicht unter Wasser, aber ist alles morastig und schlammig. Und auch das hier ist keine gute Idee. Hier ist nämlich Wasser.
versuchen wir unser Glück mal hier. Das könnte eine echte Herausforderung werden, meine Freunde. Aber ich möchte natürlich auch das neue freigeschaltete Fahrzeug dann auch mal selber erstmal testen und euch natürlich auch zeigen. Ja, auch hier die mittlerweile ominös legendäre Custom-Version der osteuropäischen Fahrzeuge. Motorenversion in dem Fall. Bleibt mir hier noch verwehrt. Die werde ich in Amur wohl finden. Und ja, da freue ich mich ganz schön drauf, weil das bringt einige meiner Fahrzeuge deutlich nach vorne in ihrem Leistungsgewicht. Und das kann natürlich schon den ein oder anderen Unterschied bedeuten. Jetzt wühlen wir uns hier mal durchs Dickicht. Ich sehe genauso wenig wie ihr, meine Freunde. Ich fürchte, dass wenn wir in die Innenperspektive des Fahrzeugs schalten, sich daran nichts ändern wird. Soll uns aber jetzt nicht stören. Wir haben die Freifläche erreicht und damit unseren ersten Aussichtsturm. Und ja, da vorne scheinen wir eine Art Minenanlage zu haben. Und ein Upgrade-Standort wurde uns offenbart. Der gute Mann liegt extremst im Wasser. Da werde ich mich mit dem TUS auf jeden Fall nicht hinwagen. Hier haben wir eine Holzstation und es handelt sich hier gar nicht um eine Minenanlage, sondern um eine Ölraffinerie. Aha, okay, also haben wir da bestimmt schon mal einen zukünftigen Einsatzort unsererseits gefunden. Gut, wir wenden das Fahrzeug mal und versuchen unser Glück hier durch diesen Waldweg. Ah, der hier leider aufgehört hat, wie es scheint. Gut, dann gehen wir doch mal in die Innenperspektive. Oh je. Und versuchen uns hier durchzumogeln. Da haben wir wieder die Tannenzweige, die nicht nachgeben. Ah, oder die... Ist das eine Birke? Ich glaube. Okay. Das wird hier eine ziemliche Quälerei. Das wird auch nur Treibstoffverbrauch. Wir schlagen uns nochmal hier durch. Für die eigenartige Kamerafahrt konnte ich gerade mal wieder nichts. Die Kamera mag es einfach nicht, wenn Objekte ihr Bild ein wenig verändern. So. Okay. Ja, was positiv auffällt, achtet mal unten links auf die Kraftstoffanzeige. Das aralische Getriebe, ich weiß nicht, ob ich es jetzt richtig ausgesprochen habe, das wirkt Wunder. Wir kommen teilweise nicht mal über 1 Liter Spritverbrauch. Das höchste der Gefühle sind mal so 3 kurzzeitig und das nur unter Last. Das ist natürlich schon verdammt geil. Natürlich muss das Fahrzeug so auch noch was taugen, aber wenn wir diesen geringen Spritverbrauch haben, können wir natürlich auch mal so Umwege fahren, wie ich das gerade gemacht habe die ganze Zeit. Und ja, damit uns dann doch ein wenig Strecke rausholen, die wir fahren können. Wir haben natürlich auch noch Reserven auf dem Dach, so ist es ja nicht. Aber ja, wir gucken mal. Ja, optisch in meinen Augen absoluter Hingucker für jeden Offroad-Fan beziehungsweise auch Militär-Fan. Ich denke mal, da kommt das Fahrzeug ja definitiv her oder wurde daher modelliert. Ich persönlich finde das sehr, sehr geil. Gefällt mir, erinnert mich so ein bisschen entfernt an den Kübelwagen von VW, aber naja, da gibt es dann doch noch ein wenig andere Parallelen, glaube ich. So, ich versuche mich jetzt hier wieder erneut durch den Wald zu schlagen, allerdings ist die Scheibe so dreckig, dass man hier den Wald vor lauter Bäumen nicht sieht. Und das ist doch neu, dass man so an den Tannenzweigen hängen bleibt. Nicht an allen, an manchen. Naja, wir nähern uns unserem Ziel an. Und vor uns öffnet sich der Wald. Entweder ist es eine Klippe oder ein Fluss. Ich kann es absolut, ouch, nicht erkennen. Aber dort vorne auf der rechten Seite haben wir ein Upgrade.
Oje, ich hoffe nicht, dass ich denke... Nee, dass wir da sind, wo ich denke, so rum. Mann, ist das irritierend mit den ganzen Ästen hier im Gesicht. Hier wieder ein unüberwindbarer Ast. Auch interessant. Okay. Hier sah es doch gerade ein wenig besser aus. Ja, Freunde, es tut mir leid, wenn ihr heute mehr Vegetation als Fahrzeug seht. Aber, naja. So, Upgrade-Standort entdeckt, und zwar den LAZ8T290, modifizierte Motorvariante mit höherer Leistung, höherem Spritverbrauch und diversen strukturellen Verbesserungen zur Erhöhung der Zuverlässigkeit. Und zwar für den Tiger, für den Voron, für den Tiger 6455B und für den Voron AE4380. Sehr, sehr geil. Stärkerer Motor, der erste. Das gefällt mir natürlich sehr und ja, das war nicht das Upgrade, was ich dachte. Interessanterweise müssen wir uns jetzt weiter hier durch den Wald schlagen. Und das dürfte alles andere als angenehm werden. Zumal jetzt hier auch uns ein wenig das Tageslicht verlässt. Ah, manchmal glaube ich wirklich, dass da die Hitbox auch einem einen Streich spielt. So schlimm sah das doch gar nicht aus. So. Ah, ich liebe diese Tannenzweige jetzt schon. Man hätte das wenigstens so machen können, dass die abbrechen bei zu viel Belastung und sich nicht verhalten wie Gummi. Das ist aber wirklich hier schon ziemlich schwierig. Ja, ich habe mir auf jeden Fall nicht die einfachste Strecke gesucht. Ich kann euch auf jeden Fall empfehlen, nehmt irgendwie eine andere Route. Die ist nicht so empfehlenswert. So, wir haben 78 Meter noch bis zum Aussichtspunkt. Aber die können auch noch weit sein. Es sei denn, wir kommen hier ganz gut gerade durch. Ah, das sieht schön aus. Oh, mal wieder ein Moment offenes Terrain. Ja, natürlich nehme ich gleich einen Baumstamm mit. Ich fahre mir das Auto hier gerade ganz schön kaputt. Und da habe ich sogar aufgesetzt auf einem Baumstumpf. Na komm. So. Damit haben wir den nächsten Wachturm erreicht. Ja, sehr bewaldet die Region. So, weiter geht's, liebe Freunde. Da musste ich gerade mal kurz einen Schluck trinken. Ist die Kehle doch etwas trocken geworden und wir können jetzt, wie es aussieht auf den ersten Blick, erstmal hier dem Weg zu unserer Rechten folgen. Jetzt müssen wir wahrscheinlich ja einmal hier wenden und dann klappt das Ganze hoffentlich. Wichtig wäre jetzt erstmal, dass wir Stück für Stück hier uns einen Überblick über diese Karte verschaffen und ah, ich bin mir noch unsicher, ob das hier ein gutes Gelände ist. Wow. Okay, das ist echt verwildert. Das sah auf der Karte deutlich breiter aus. Und hier haben wir auch gleich wieder den Traum eines jeden Wildschweins. Schlamm. Alles voller Schlamm. Ah, kipp mir nicht um. Damit die nächste Grube, da fahren wir gleich mal außen rum. Ja, ich sag mal, so durchs Gelände kommt er ja wirklich ganz gut. Bei Schlamm wird es dann etwas schwieriger. Ich vermute mal, das liegt auch wirklich mit an den Reifen. Und ich vermute auch nicht, dass da groß das Motoren-Upgrade uns etwas helfen wird.
Allerdings kann man noch eine höhere Federung einbauen oder eine, ich glaube, das ist eine individuelle Federung. Und damit können wir noch einen etwas größeren Reifensatz montieren. Ist allerdings auch wie üblich noch nicht freigeschaltet, ihr kennt das Problem. Aber ich sag mal jetzt, um mal so einen Ersteindruck vom Fahrzeug zu sammeln, denke ich, reicht das hier schon gerade aus. Und ja, optisch für mich halt ein Hingucker. Wow, also ich bin mir gerade noch nicht sicher, was ich von diesem Abschnitt hier halten soll. Hier sind ein paar Streckenteile bei, die mir gar nicht gefallen. Aber gut, wir wollten die Herausforderung, hier kriegen wir die Herausforderung. Und vielleicht entpuppt sich das ja alles als weniger schlimm, als ich das gerade befürchte. Au! Was auch immer das war, wir haben den nächsten Wachturm erreicht. Und einen Upgrade-Standort entdeckt. Da werden wir natürlich gleich mal einen Blick auf die Karte werfen. Ah, sehr dominant scheint der Ölbohrplatz zu sein. Hier vorne haben wir einen Anhängershop und diverse Anhänger. Und da das Portal nach Zimnigorsk, ich glaube, ich spreche es so richtig aus, ich hoffe es. Und direkt gegenüber von dem Anhängershop haben wir dann auch das Upgrade, das mitten im Sumpf liegt. Oh, bewahre mich. Das heißt, wir müssen erstmal hier runter und wie es aussieht, haben wir zu unserer Linken einen Weg, den Hang hinab. Ich hoffe, der lässt sich auch befahren. Gehen wir zur Vorsicht in den Lastgang. Mhm. Naja, wir haben für den Fall der Fälle ja eine autonome Geländewinde dabei. Mir wäre es natürlich lieb, wenn ich die nicht gleich einsetzen müsste. Ah, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich erkenne den Weg hier gerade nicht mehr unbedingt so. Ich versuche es hier mal querfeldein. Und eventuell ist das sogar richtig. So, jetzt haben wir zumindest diese Felskanten überwunden. Scheint irgendwie richtig gewesen zu sein. Und wo kein Weg ist, da macht man sich einfach ein, ne? Denn wir wollen ja von A nach B kommen. Ja, Ersteindruck jetzt von der Region, wie gesagt, so ein paar schwierige Stellen habe ich gesehen, aber ich denke schon, dass das alles machbar sein wird mit den Trucks, die wir in unserem Repertoire haben. Sie wirkt noch wilder auf mich als Landunter, was ich eigentlich erstmal irgendwie ganz geil finde. Mal schauen, ob ich das auch noch sage, wenn wir hier den x-ten Auftrag gefahren haben. Na, hier merkt ihr es. Doch ein sehr weicher Untergrund. Ich versuche mal hier ein bisschen auf den Grünstreifen zu kommen und in der Hoffnung, dass es hier ein wenig besser wird. Jawohl. Und das Wasserloch möchte ich natürlich vermeiden. Aber liebe Freunde, wir haben ja hier jetzt den Anhängershop. Das heißt, ich werde mir mal... Ach, kann ich ja gar nicht. Fällt mir gerade ein. Ich wollte mir gerade einen kleinen Anhänger kaufen mit Kraftstoff. Brauche ich gar nicht. Sehr gut. Nein, was ich sagen wollte, ich kann den ja gar nicht ankoppeln aufgrund meines Reserverads. Aber wir können uns mal hier eben betanken und haben so ein bisschen wieder unsere Reichweite erhöht. So, und wenn wir gerade schon mal hier sind, schauen wir uns doch mal hier um, was hier noch so steht. Hier stehen schon wieder diese Stahlrollen. Die kenne ich ja nur zu gut aus dem Yukon. Wobei das eher diese Kabeltrossen sind, ne? Das wäre dann eher was aus Alaska. Ja, und wo wir gerade beim Thema sind, beide Playlists zu den jeweiligen Regionen habe ich unten in der Videobeschreibung verlinkt, wie üblich. Und da könnt ihr euch dann auch mal ein Bild machen, wie so meine Abenteuer in den anderen Regionen bisher ausgesehen haben und was da so, ja, alles passiert ist. Bleiben wir aber erstmal vorerst hier in Taimir. Denn da soll ja das Hauptaugenmerk nach wie vor drauf liegen. Und mein Wegpunkt führt jetzt hier rein, ja. Das Problem ist, dass hier Sumpf
Tour ist. Da vorne ist das Upgrade. Kommen wir jetzt hier durch, ist meine Frage. Es sieht hier ein wenig trockener aus. Trocken ist relativ, aber es reicht, dass wir hinüberkommen zum Upgrade. Und damit haben wir wieder einen neuen Motor entdeckt, den IMZ-6210. Dieses modernisierte Motormodell bietet einen für sein Alter ansehnliche Leistung. Beschleunigung und Widerstandsfähigkeit, verbraucht allerdings auch eine Menge Kraftstoff. So, das ist sowohl für den Step 33 Crocodile schön und für den KS 58 Bandit sehr, sehr geil. Und ja, ich würde sagen, das nehmen wir gerade mal schon mal mit. Und ja, die Upgrades sammeln sich vielmehr. Jetzt ist die Frage, wo fahren wir weiterhin? Wir könnten natürlich versuchen, jetzt hier rüber zu kommen erstmal und dann eventuell final zu dem Aussichtsturm. Hätte ich ja gar nicht wenden brauchen. Auch dort ist das Gelände leicht überflutet. Schauen wir mal, ob wir da durchkommen. Ist das neu mit dieser Markierung auf dem Auto? Kannte ich so bisher noch nicht. Okay, hier werde ich mal ein wenig mit der Winde nachhelfen. Aber ihr seht schon, das ist hier wirklich nur eine Art Schilf. Das hat getäuscht, dass das fester Untergrund ist. Eventuell dort vorne, wo die Bäume stehen. Aber auch nur eventuell. So. Komm. Zieh dich ans Ufer. Kleiner Scout. Jetzt haben wir wieder das übliche Problem mit den Ästen, die uns die Sicht versperren, aber das sieht doch ganz gut aus für den Moment. Ah, hier geht's aber weiter mit dem Wasser. Aber nichtsdestotrotz, Freunde, man muss festhalten, er schafft es. Er ist nicht die Rakete im Gelände, aber er schafft es. Und mir persönlich reicht das gerade absolut. So, da haben wir wieder eine der vertrauenserweckenden, befestigten Straßen. Ich frage mich, wann das bei uns in Deutschland soweit sein wird. Naja, wenn es funktioniert, ne? So, und damit haben wir auch wieder festen Boden unter den Füßen. Das halte ich hier aber trotzdem nochmal an. Und ich versuche mal... Ja, was versuche ich mal? Versuche ich hier hochzukommen? Ach, das sind übrigens Bahngleise hier. Das sah auch aus wie ein Weg. Oh je, da Bahngleise habe ich ja in Yukon so meine Erfahrungen mitgemacht. Ja, hier verhält es sich ähnlich. Man bleibt schön an der Schiene hängen. Naja, wir folgen dem Ganzen mal hier ein wenig. Hier ist wenigstens gerade keine Vegetation, die uns stört. Hier sind Steine auf den Schienen, wirkt jetzt nicht so gesund. Und wow, tatsächlich ein Bahnübergang, ich bin schockiert. Und eine sehr ausgefahrene Straße, die aber hinauf zum Aussichtspunkt führt und das soll für mich genügen. Ja, Freunde, und wenn euch heute wieder diese kleine Erkundungsfolge gefällt oder allgemein das Let's Play, dann vergesst nicht, dem Ganzen einen Daumen nach oben zu geben und meinen Kanal zu abonnieren, falls ihr nichts mehr verpassen wollt, was hier so in meinem SnowRunner-Abenteuer passiert. Und ja, würde mich riesig freuen, wenn der ein oder andere von euch da noch auf meinen Kanal finden würde.
Wir haben auf jeden Fall jetzt hier ein Sägewerk aufgedeckt, ein altes Sägewerk und eine Holzstation. Okay. Das heißt, wir werden auch Holz fahren müssen. Wer hätte das gedacht? So, und hier folgen wir jetzt mal dem Weg wieder hinunter von dem Berg und kommen dann hier unten an und versuchen dann mal auf der Hauptstraße uns weiter fortzubewegen. Ja Leute, was soll ich sagen? Ich bin ein riesen Fan von diesem kleinen Fahrzeug. Jetzt gerade erstmal nur von der Optik. Ich meine, so technisch macht er auch einen guten Job, aber von der Optik bin ich ein riesen Fan. Das ist mein Scout-Fahrzeug. So. Ja, sehr abwechslungsreich, finde ich. Also es ist definitiv dichter bewachsen als noch unsere Startregion hier hinter mir, also Land unter. Aber was mich so ein bisschen wundert, die Region heißt doch Steinbruch, wenn ich mich nicht alles täuscht. Und den haben wir bisher noch nicht entdeckt. Ich hätte eigentlich gedacht, dass der sehr dominant dann hier auf der Karte sein wird. Aber gut, vielleicht kommt er gleich hier noch irgendwo an einem Rand der Karte. Hier haben wir jetzt auf jeden Fall dann das Sägewerk zu unserer Linken. Ja, so stelle ich mir auch so ein Sägewerk mitten in der Einöde vor. Und hier auch typisch, ne, diese osteuropäischen Mauern. Ich weiß gar nicht, ob die so einen speziellen Namen haben. Aber die hatten wir ja schon jetzt ein paar Mal. Ja, das ist da für mich so typisch. Ja, hier haben wir dann sogar tatsächlich die Bahntrasse, die hier durch das Sägewerk geht. Aber ganz ehrlich, wenn man sich die ganzen Sträucher und alles auf den Schienen anschaut, würde ich mal fast vermuten, dass die nicht mehr in Betrieb ist. Naja, so, hier haben wir noch einen neuen Anhänger. Den nehmen wir natürlich mit, auch wenn mir die Erfahrung ja leider nichts mehr bringt. Das Maximallevel ist ja leider auf 30 begrenzt. Ich würde mir wünschen, dass man jetzt irgendwie so eine Art vielleicht Prestige-Währung oder so bekommt, mit der man noch sich was Spezielles freischalten kann. Wäre auf jeden Fall mal noch eine ganz coole Sache. Naja, haben wir mal eine kurze Tour gemacht durch das Sägewerk und auch hier wieder. Wer von euch des Kyrillischen mächtig ist, darf mir das gerne mal übersetzen in den Kommentaren. Würde mich mal wirklich interessieren, was da steht. So. Ja, zurück zur Hauptstraße, wenn man sie so nennen kann. Und da vorne stehen tatsächlich noch Güterwaggons auf der Strecke. Aber so ein einzelner Güterwaggon verheißt ja meistens schon, dass die Strecke wohl eher nicht mehr in Betrieb ist. Ja, die Dämmerung bricht herein. Wir fahren mal hier noch ein bisschen mit den Scheinwerfern im Dunkeln. Die sind ja wirklich doch sehr hell für das Fahrzeug. Und ich halte nochmal an und werfe nochmal einen Blick auf die Karte. Und tatsächlich müssen wir dann wohl jetzt gleich mal hier langfahren, um zum nächsten Aussichtspunkt zu kommen. Abwechslungsreiche Region, gefällt mir. Etwas einsam, finde ich, ne? Also wild. Man hat hier wirklich sehr wenig Gebiete, die irgendwie bebaut sind. Und die einzelnen Strecken, die die bebauten Gebiete miteinander verbinden, sind wirklich sehr, sehr wild und bewachsen. Oh. Ich wollte gerade sagen, das war eine knappe Nummer. Helfen wir uns mal eben mit der Winde nach. Da ist der Praktikant wieder aus dem Fenster rausgehechtet, hat die Winde um den Baum gewickelt und ja, hat uns den Hintern gerettet. Glück gehabt. So, hier geht's den Berg hinauf und da sehen wir auch schon den Turm, zu dem wir möchten. Allerdings gilt es den natürlich erstmal zu erklimmen. Okay, das ist aber alles extrem steil hier.
vermute, wenn ich da hochfahre, mache ich nur den Adler. Wir fahren hier mal den längeren, aber dafür hoffentlich sichereren Weg. Und dann finden wir hier auch mitten im Hang den nächsten Aussichtspunkt. Ah, guck mal, mit alter Kirche auf dem Hügel. So, neue Mission entdeckt, den Weg freimachen. Aha, da haben wir dann auch besagten oder namensgebenden Steinbruch. Und hier ist natürlich mal wieder der Weg versperrt durch ein Hindernis. Okay, das werden wir dann auch gleich mal anfahren. Ich würde vorschlagen, wir fahren hier hinunter. Oh, da steht ein Strommast so sehr präsent. Da steht noch einer. Na, ob das nicht wieder heißt, dass wir Strommasten reparieren müssen? So eine kleine Vermutung, aber muss nicht sein. Ja, und tatsächlich bin ich begeistert von der Effizienz dieses Fahrzeugs, von der Reichweite wirklich. Wenn ihr mal so ein bisschen auf den Spritverbrauch achtet. Wir haben jetzt einmal nachgetankt zwischendrin, aber wir hätten jetzt gerade mal bei der Strecke so die ersten 30 Liter wahrscheinlich verfahren. Und das bei einem Scout-Fahrzeug und der Entfernung ist wirklich schon sehr, sehr geil. Gefällt mir da auf jeden Fall. Und ja, ich weiß jetzt nicht, wie sich das Fahrzeug... Oh je, sind hier viele... Hier ist ja ganz schön viel Geröll. Ich weiß jetzt nicht, wie sich das Fahrzeug verhalten würde, wenn wir noch einen Scout-Anhänger mitführen. Dann können wir theoretisch noch einen kleinen Tankwagen mitnehmen. Dafür müssten wir dann das Ersatzrad hinten am Heck opfern, denn das verhindert ja die Kupplung, die Anhängerkupplung. Aber ich sag mal, auch so, auf sich allein gestellt, kommt man da schon auf eine gute Reichweite. Und man darf ja nicht vergessen, wir haben auf dem Dach nochmal eine Kraftstoffreserve. Also alles in allem ein sehr, sehr geiles Scout-Fahrzeug. Und auch hier kann man natürlich dann irgendwann nochmal wieder reinschauen, wenn man den diesen KR Custom Motor freigeschaltet hat. Amur, du wirst auf jeden Fall auch noch auf meiner To-Do-Liste stehen. Aber jetzt erstmal gilt es hier, Taimir zu meistern. Oh, das Schlammloch habe ich zu spät gesehen. Dem hätte ich ausweichen können. Okay, wir haben hier aber Gott sei Dank eine kleine Möglichkeit, uns anzuwinden. Und da haben wir besagt Strommast. Das heißt, wir nähern uns jetzt gleich der Straße und dann schauen wir uns mal... Ja, da ist die Straße. Dann schauen wir uns mal an, worum es sich hier bei dem Hindernis handelt. Und ja, es ist tatsächlich ein umgestürzter Strommast. Den Weg freimachen. Ein alter Funkturm ist umgestürzt und blockiert einen Teil der Straße. Für die Räumung ist spezielle Ausrüstung nötig. Kannst du das übernehmen? Okay, ein Funkmast. Den Weg freimachen. Das schauen wir uns doch gleich mal an. Na? Ich wollte gerade sagen, irgendwie hat meine Kartentaste gerade nicht funktioniert. Okay, wir brauchen zweimal Stahlträger. Das ist natürlich heftig. Wenn es die hier in der Region nicht gibt, haben wir da gut was zu fahren, weil das ist eine Tour mit einem kompletten Zug. Ja, die Frage ist, liebe Freunde, wagen wir es hier hinauf? Ich schaue mir das Gelände erstmal an. Und ansonsten würde es wahrscheinlich Sinn machen, wenn wir den längeren Weg fahren. Man sieht aber auch gerade eben nur noch, dass die Straße hier mal befestigt war. Auch hier viel Geröll, das versuche ich mal zu vermeiden, weil wir doch ganz schön, ihr seht es, da drüber springen. Der Wagen schaukelt sich da extrem bei hoch. Aber so ganz vermeiden wir das sich nicht hier. Na gut, das ist Offroad. Aber da haben wir auch schon den nächsten Turm. Die Frage ist nur, wie kommen wir da hoch?
So funktioniert es auf jeden Fall. Die allseits mächtige Hupe macht uns den Weg frei und damit haben wir den nächsten Wachturm geöffnet. Und der überblickt hier wirklich das Tal. Schade, dass man da nicht hochsteigen kann. Das wäre wirklich nochmal ein Blick wert. Und wir haben da ein Upgrade mitten im Wald. Das klingt natürlich jetzt sehr schmackhaft. Und damit haben wir auch alle Türme hier aufgedeckt. Und ja, können uns so ein bisschen einen Überblick verschaffen. Wir haben hier den Steinbruch. Kleiner als gedacht. Wir haben die verschiedenen Portale in die verschiedenen Regionen. Zwei nach Simnegorsk und einen zum Riss. Wir haben hier im südlichen Teil, ist das der südliche Teil? Ja, tatsächlich ja. Haben wir die Küstenregion, da sind wir ja auch gestartet. Wir kamen hier unten durch das Portal. Und haben jetzt hier vorne noch ein Upgrade über. Das werde ich auf jeden Fall noch einsammeln. Und hier unten ein Schiffswrack. Interessant, das wird bestimmt wieder Bestandteil eines Auftrages werden. Ja, hier auf der Karte ein Anhängershop, ein Sägewerk und den Ölbohrplatz. Der Ölbohrplatz wäre wirklich recht gut zu erreichen, wenn wir von Land unterkommen. Ansonsten haben wir überall eine ziemliche Fahrtstrecke und hier am Steinbruch halt die Blockade. Allerdings gibt es hier oben auch noch einen Zugang von Land unter, stelle ich gerade fest. Das wäre ja auch nicht verkehrt. Und hier haben wir dann noch eine Tankstelle. Heißt, hier wäre ein guter Einstiegspunkt, je nachdem, wo der jetzt in Land unterliegt, um den Weg freimachen zu erfüllen. Das könnten wir uns auf jeden Fall mal anschauen. Ja, und ich würde sagen, wir sammeln jetzt hier mal noch das Upgrade ein. Und dafür werde ich jetzt aber mal die Nacht überschlafen, damit wir hier ein wenig mehr Tageslicht gleich bekommen, beziehungsweise dämmert es. Autonome Winde sei Dank. Da war mal wieder das beste Fallbeispiel, warum ich sie doch lieber mitnehme. Okay, ich fahre mal hier den etwas längeren Weg. Ist wahrscheinlich die bessere Alternative. Aber ich glaube, das war das erste Mal jetzt bei der Erkundung, dass wir uns auf die Seite gelegt haben. Und das kann man eigentlich auch mal positiv verbuchen. Normalerweise habe ich da ja ein Talent dafür, das häufiger zu machen. Und auch da wieder meine Freunde, wer dieses Namensschild da oben rechts in der Ecke lesen kann, schreibt es mir gerne mal in die Kommentare, ob das einfach ein Eigenname ist oder irgendwie auf eine Einrichtung verweist. Würde mich mal interessieren. Oh, jetzt wird es hier wieder sehr spannend. Die Vegetation nimmt zu. Ah, das muss man denen lassen. Die Upgrades sind hier schon nicht leicht zu erreichen. So, kann ich dich auch umfahren? Ja. Kann ich tun. Und auch hier wieder Geröll, das uns das Fahrzeug aufschaukelt. Okay. Das hat geklappt. Und damit willkommen nächstes Upgrade, und zwar individuell getuned. Dieses individuell angepasste Federungsset stellt die ultimative Waffe gegen unwegsames Gelände und kaputte Landstraßen dar und ist aktuell für den TUS 166 vorhanden. Und Moment, das ist unser Fahrzeug. Guckt mal an, das ist die Federung, von der ich vorhin gesprochen habe. Dann haben wir die auch schon mal in unserem Repertoire. Ja, ich würde tatsächlich mich jetzt mal, ich schaue gerade mal auf die Zeit. Wir sind noch verdammt gut drin, liebe Freunde. Und wisst ihr was? Wir sammeln jetzt heute auch noch das letzte Upgrade ein. Und dafür werde ich mal den Crocodile benutzen und den mal hier mobilisieren. Oh, natürlich in der Hoffnung, dass ich hier auch unbeschadet vom Transporter komme. Und das hat geklappt. Was wir jetzt natürlich direkt mal machen werden. Der Kolob, den haben wir ja leer gefahren. Ja, das hatten wir auf jeden Fall. So. Den betanken wir, dass wir den hier aus der Region auch wieder wegbekommen. Ja, dann machen wir uns mal jetzt hier mit unserem Crocodile auf zum Upgrade.
Es ist ja mehr oder weniger hier noch um die Ecke. Ja, und auch für das Crocodile haben wir natürlich Upgrades erhalten. Eins zumindest war, glaube ich, heute dabei. Das trifft sich natürlich sehr schön, wenn ich da gleich für ein neu entdecktes Fahrzeug auch, ja, gleich mal was upgraden kann. Simpel gesagt. Oh. Oh, das war... Das war, leichtsinnig. Was ein Sinkloch. Um Himmels Willen. Das habe ich irgendwie, nicht so bedacht. Okay, wir müssen der Strecke aber noch weiter folgen. Und... Das heißt... Es dürfte hier interessant werden. Ja, jetzt bin ich mal gespannt, was da noch für ein Upgrade auf uns wartet. Für welche Fahrzeuge. Denn wir haben ja noch zwei Regionen und auch die sollten hoffentlich reichlich gefüllt sein mit Upgrades. Auf jeden Fall haben die meisten Fahrzeuge Upgrades hier aus Taimir. Oder es wird immer da aufgeführt, dass es die hier in Taimir gibt. Wir werden jetzt mal das Wasserloch hier meiden und versuchen mal hier so ein bisschen im Uferbereich entlang zu fahren. Ja, das klappt ganz gut. Aber hier müssen wir jetzt doch einmal kreuzen. Und da helfen wir dann doch mal mit der Winde nach. Ja, wunderbar, liebe Leute, wunderbar. Langsam, aber sicher. Und da musste ich gleich mal direkt wieder an Wind. Das sah nämlich fast aus, als würde er mir gerade den Abgang machen. Das so kurz vorm Ziel. Das wäre doch ärgerlich. Und da erhalten wir individuell getuned für den Don 71. Das ist, glaube ich, das Fahrzeug, was der liebe Simon in Folge 1 gefahren hatte. Und von dem er ja noch nicht so begeistert war. Ja, gut. Können wir uns dann auf jeden Fall auch nochmal anschauen. Ich würde sagen, meine Freunde, damit hätten wir die Region Steinbruch. Oder den Steinbruch. Ich versuche es jetzt mal deutsch korrekt auszusprechen. Ja, soweit erstmal erkundet. Wir haben jetzt hier im oberen Bereich noch ein kleines Teilstück nicht, was wir einsehen können. Da gibt es auch nochmal ein Portal. Ja, alles in allem dürfte es auch eine kleine, interessante Region werden. Ist nicht ganz so groß wie die erste, aber dafür denke ich doch ein wenig anspruchsvoller. Wir haben rein von der Infrastruktur her ein Hindernis, das wäre das hier am Steinbruch. Das werden wir dann auch zeitnah beheben, sobald wir da mal wirklich durch müssen. Und ja, ich überlege tatsächlich, welche Region ich anfahre. Jetzt in der nächsten Folge, denn ich denke, ich werde jetzt mal auch die anderen Regionen gleich miterkunden, denn wir haben ja jetzt alles freigeschaltet, soweit ich das verstehen konnte, anhand des Missionslogs. Und ja, ich würde sagen, Zimnegorsk ist hier am nächsten dran und ich würde sagen, da machen wir uns in der nächsten Folge auf den Weg hin. Und ich bedanke mich wieder recht herzlich dafür, dass ihr heute mit eingeschaltet hattet und mitgefiebert habt. Wenn euch das Ganze gefallen hat, vergesst nicht, das Ganze mit einem Daumen nach oben zu bewerten. Und ja, falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, was ein großer Teil von euch nicht getan hat, der tatsächlich regelmäßig zuschaut, dann gebt euch einen Ruck, abonniert mich kostenlos und verpasst nichts Neues mehr auf meinem Kanal. Ja, ansonsten, liebe Freunde, würde ich sagen, wenn ihr Bock habt, dann sehen wir uns auch im nächsten schlammigen Abenteuer hier in SnowRunner wieder. Haut rein, bis dahin, ciao.